Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Österhus. Hält der Trend, der DAX Trendcheck? Der DAX befindet sich aktuell noch im kurzfristigen Aufwärtstrend. Die entsprechende Trendlinie wird allerdings bereits getestet. Sollte sie halten, könnte eine V-Erholung möglich sein und die Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Dies wäre dann auch die Bestätigung der Flaggenbildung. Die Flagge hätte damit den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt. Zum Chart der Woche. Der Name ist seit dem offiziellen Ende der Pandemie nicht mehr so präsent. AstraZeneca, der Pharmakonzern, teilte jüngst mit, dass sein Brustkrebsmedikament Capivasertib in Kombination mit dem Hormonpräparat Faslodex zur Behandlung von Brustkrebs in den USA für Patienten mit fortgeschrittenem HR-positiven Brustkrebs eine vorrangige Prüfung erhalten hat. Wie AstraZeneca weiter ausführte, habe eine Phase-3-Studie gezeigt, dass die Kombination das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes im Vergleich zu Faslodex allein um 40% reduziert. Die Aktie des Pharmaunternehmens, welches in Cambridge ansässig ist, war bis vor kurzem in einem monatelangen Seitwärtstrend unterwegs und ist im Februar dieses Jahres nach oben ausgebrochen. Deutlich zu erkennen ist hier die V-Erholung nach einem Absturz im Februar. Danach legte das Papier einen sauberen Aufwärtstrend hin und ist jüngst nach oben hin regelrecht explodiert. Auch die 50 und die 200-Tage-Linie haben den Aufwärtstrend mit der Bildung des goldenen Dreiecks bestätigt. Kaum muss man hier noch erwähnen, das aktuell starke Momentum, welches der Momentum-Indikator relative Stärke nach Levi anzeigt, und zwar mit einem Wert von 1,18. Schauen wir uns den Kerzenchart an. Mit Tageskerzen ist ein relativ großes Gap zu erkennen zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche, was ein weiterer Indikator für die starke Aufwärtsdynamik ist. Bei einer Überlegung zum Kauf sollte die deutliche Aufwärtsdynamik beachtet werden, weil eine entsprechende Gegenreaktion möglich ist. Zu den Terminen. Insbesondere die Berichtssaison spielt in der nächsten Woche eine große Rolle. Eine Vielzahl von Unternehmen öffnet seine Bücher. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Goyax Weekly. Weitere Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Für mehr Börsenerfolg abonnieren Sie unseren Börsenbrief Goyax Premium. Die Infos hierzu sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens ist jetzt seit einigen Wochen unser neues Goyax online. Schauen Sie gerne vorbei auf goyax.de. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen, und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen, aktivieren Sie einfach die Glocke. Alles Gute und viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal.